Also wir heute auf dem Salon für Transformation haben echt viel geredet. Wir sind etwas ernüchtert, weil wir die Frage, wie sich die Gesellschaft als Ganzes verändern kann, als immer dringender und immer offener empfinden. Und es ist ziemlich klar, dass Unternehmen allein dafür nicht verantwortlich sein können, sondern dass es tatsächlich eine Veränderung in der Politik und auch in der Gesetzeslage braucht, damit wir uns eine andere Wirtschaft und auch eine andere Welt vorstellen können. Das war sehr klar. Was mich begeistert hat und auch sehr schön war, ist einerseits so ein Gefühl davon, dass es eine Art von Aufbruch gibt in Richtung von einem anderen Arbeiten, wo Menschen menschlicher zusammenarbeiten, wobei aber auch klar sein muss, dass die Unternehmensstruktur dafür auch Raum schaffen muss. Also dass es nicht reicht, wenn Leute mitentscheiden dürfen, was so passiert, was total unerheblich ist, sondern dass es wirklich auch an Strukturen wie Macht und Eigentum in Unternehmen mehr Entscheidungen geben müsste, damit sich wirklich was verändern kann. Wir haben den Eindruck, Unternehmen können ein Akteur sein, der zu gesellschaftlicher Veränderung beiträgt, auf jeden Fall. Und wir haben viele Beispiele gesehen, die da beeindruckend sind. Aber alleine können wir davon jetzt auch nicht die Transformation erwarten. Das heißt, es bleibt viel zu tun. Und wir sind uns begegnet und es war auch sehr schön.